Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ist wieder soweit. Nara kocht heute. Und Luisa wäscht heute. Wir stehen hier gerade vom Biomarkt. Wir gehen natürlich erstmal die Zutaten einkaufen und wir nehmen euch mit. Yalla. Okay Leute, heute wird es Nudeln und Mandeln geben. Heißt, ich hole mir Nudeln und ich hole mir Mandeln, die ich ein bisschen anbrate. Ansonsten kommt noch ein bisschen Gemüse rein. Das hast du noch nie gemacht. Was, Nudeln und Mandeln? Ja. Ja, das ist so, man muss nicht immer direkt zeigen, was man drauf hat. Ich muss nicht alles zeigen, was ich drauf habe. Verstehst du, wie ich meine? Okay, und was mit Dessert? Dessert machen wir heute Wassermelone und Käse. Frag mich auch nicht, wie ich auf Wassermelone gekommen bin. Ich bin einmal so drauf gekommen. Okay Leute, wir kaufen jetzt die Zutaten. Wir sind jetzt wieder zu Hause und Nara wird jetzt anfangen zu kochen und heute werde ich dir gar nicht helfen. Du musst alles alleine machen. Wann hast du mir geholfen? Im letzten Video habe ich dir nicht auch geholfen. Nicht mal 1%, guckt euch das letzte Video an, nicht mal einmal hast du mir geholfen. Nicht mal einmal. Ist auf, okay. Hör auf, so eine Scheiße zu erzählen, die glauben das noch. Leute, Mandeln mit Nudeln. Jetzt kommt einmal Nadas Kochshow. So Leute, wir legen direkt los. Nudeln mit Mandeln. Letztes Mal war Reis mit Pilze. Ich habe sogar gehört, dass Angela Merkel sogar Reis mit Pilze zu Hause heimlich gemacht hat. Über meinen Quellen habe ich das erfahren, aber heute gibt's Mandeln mit Nudeln. Hey, komm einmal bitte näher, meine Assistentin. Achso, ich muss auch meine Assistentin natürlich vorstellen. Das ist natürlich meine bezaubernde Assistentin, Luisa Paprikanta. Hey, hier können Sie bitte die Kamera halten. Klar. Die Sachen, die wir für mein Gericht brauchen, sind Nudeln, Mandeln natürlich, Pesto, Paprika, Pilze. Jetzt brauchen wir einen Teller. Wo sind die Teller? Also wo man Pilze reinmachen kann. Ich weiß das eigentlich, weil ich koche oft, aber ich bin vergesslich. Er kocht nie. Er kocht nie, sagt er. Okay, und die Pilze kommen hier rein. Luisa Paprikanta, kannst du mal bitte die Pilze waschen? Nada, warum machst du es nicht selber? Ich hab's dir schon beim letzten Video erklärt. Heißt das Format Nada wäscht oder Nada kocht? Ja, aber du sollst eigentlich nur... Nada wäscht oder Nada kocht? Ich will nicht weiter diskutieren. Können Sie bitte die Pilze waschen? Okay, ich brauche einmal bitte den Topf. Woher soll ich wissen, wo der Topf ist? Ich lege ihn eigentlich, wenn ich koche, meistens. Wenn ich jeden Tag koche, lege ich den Topf, nachdem ich ihn abwasche, lege ich ihn immer hier hin. Wo ist der Topf jetzt? Wo ist er? Du hast noch nie dein ganzes Leben abgewaschen. Luisa. Hey, was? Ich brauche zwei Töpfe. Bist du sicher, dass du zwei Töpfe brauchst? Ich brauche zwei Töpfe. Brauchst du nicht einmal, um das Gemüse anzubraten, eine Pfanne? Wanda. Wie heißt das Format? Luisa ist Besserwisserin. Wozu brauchst du denn eine Assistentin? Einer muss die Pilze waschen, einer muss mir zeigen, wo die Töpfe sind. Weil wenn ich hier koche, fast jeden Tag, packe ich die Sachen immer an ihren Platz. Und du hast sie sauber gemacht. Und irgendwie ist nichts mehr da, wo ich es eigentlich hingepackt habe. Hey, ach so, nicht, dass man sagt, die Frau muss kochen und waschen. Ich koche, sie wäscht. Ist fair. 50-50. Jalla. Auf jeden Fall, Leute. Die Nudeln kommen hier rein. Alle, oder? Also ich weiß eigentlich, muss ich nicht alle, aber wenn du es willst, alle? Ja. Das macht man gar nicht so. Was macht man nicht so? Du machst doch erstmal das Wasser in den Topf rein und dann lässt du es warm werden und dann machst du die Nudeln da rein. Erst lässt man Wasser warm werden. Denkst du, ich bin auf den Kopf gefallen? Denkst du, ich weiß das nicht? Ich habe nur geguckt, ob die Nudeln da reinpassen. Okay. Ob die Nudeln da reinpassen und die passen rein. Deswegen mache ich das erstmal in den Topf. Und jetzt mache ich da erstmal Wasser rein. Warum beobachtest du mich? Hey, das Wasser kommt dann auf den Herd. Ja, Nada, wie machen wir denn den Herd an, wenn du so oft hier kochst? Tu nicht so, als wäre ich noch nie in der Küche gewesen. Okay, Leute, warum ist der wieder aus? Hey, so, an. Dann das. Ja. So. Und dann kommt jetzt auf jeden Fall Salz rein. Oh! Was? Das ist ein Beweis, dass ich jeden Tag in der Küche bin. Woher wusste ich direkt, dass Salz da oben ist? Woher? Weil ich jeden Tag hier bin.
Komm, Salz ein bisschen ins Wasser. Oha! Was war? Zu viel? Ja. Yeah. Nein. Okay, Leute. Ihr seht, das Wasser kocht. Die Linsen sind im Topf. Ja. Die Linsen sind in einem anderen Topf. Die Pilze sind gewaschen. Jetzt werden die Pilze geschnitten. Ich schneide erstmal die Pilze. Ansonsten, was kann man noch sagen? Das Gericht, wie ihr seht, ist sehr gesund eigentlich. Wir achten auf gute Qualität. Wir machen das auch. Hallo, hallo, was filmst du da? Wir gucken, dass wir auf gute Qualität achten. Wir kaufen Bio ein, weil es bessere Qualität ist. Und ja, wir geben unser Geld lieber aus für gutes Essen, anstatt für andere Scheiße. Hey, ich glaube, ich brauche gerade meine Assistentin. Soll ich meine Pilze bitte alle schneiden? Hä? Hey, oha, nein, das war nicht meine Aufgabe. Luisa wäscht und Khalas. Nein, nein, das mache ich nicht. Es heißt, Nada kocht. Luisa wäscht. Was hast du gewaschen bis jetzt? Pilze? Wallah, du bist gefeuert. Einmal raus aus der Küche, bitte. Einmal raus aus der Küche, ich brauche niemanden. Hey, okay, Leute, wie ihr seht, obwohl du bist wieder angestellt, kannst du die Paprika bitte waschen? Vielen Dankeschön, Dankeschön. Bitteschön. Okay, du bist wieder gefeuert. Da kocht er einmal im Leben, Leute, und ist so gemein in der Küche. Gemein? Ich brauche meinen Raum, wenn ich koche. Sehr ehrlich, wenn du kochst, gebe ich dir deine Freiheiten. Ich lasse dich alleine in der Küche. Ich komme nur, wenn Essen fertig ist. Das ist Respekt. Das ist Respekt. Okay, Leute, wir schneiden hier immer noch die Pilze. Hört ihr das? Das heißt, das Wasser ist soweit. Das Wasser ist soweit. Und jetzt kommen die Nudeln rein. Bei den Nudeln muss man drauf achten, es sind Linsennudeln, keine normalen Nudeln. Das heißt, die Nudeln brauchen nicht lange zum Kochen. Die Nudeln brauchen genau... Warum hast du die Verpackung weggeschmissen? Boah, soll ich wissen, wie lange die Nudeln kochen? Hol die drei Minuten. Ich dachte, du machst 10 Tage. Walla, du bist doch gefeuert. Warum stehst du schon wieder drin? Ich hab dich doch gefeuert. Schreib eine neue Bewerbung und dann reden wir über alles, okay? Ich brauche meinen Freiraum. Hey, Luisa. Luisa. Hey, was hast du hier gemacht, diese Fliegen? Was hast du in der Küche gemacht, als ich hier ein paar Stunden nicht drin war? Die Pilze weiterschneiden. Wo ist eigentlich mein großes Schneidebrett? Haben wir keins? Warum lachst du, Luisa? Die Pilze sind gleich fertig. Alles sehr, sehr gleichmäßig geschnitten. Die Nudeln müssen ein bisschen verrührt werden, dass sie nicht kleben. Jetzt kommen die Pilze hier rein. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, da sind noch Nudeln auf dem Herd. Die sind gleich soweit. Und hier sind die Pilze jetzt. Die Paprika hast du gewaschen, Paprikanta? Ja. Jetzt wie man eine Paprika richtig schneidet. Man geht ein bisschen in die Knie und dann muss man ganz fein an die Sache denken. Das hier oben kommt weg. Und jetzt kann man schneiden wie ein normaler Mensch. Oder man macht es wie ein richtiger Koch. Natürlich kann auch mal passieren, dass du es nicht so gerade triffst. Aber trotzdem, alles in einem, ist es symmetrisch. Hey, was passiert da? 3 Minuten. Das Problem ist jetzt, weil ich keinen Teller finde, sind es schon über 4 Minuten. Wärst du eine richtige Assistentin, dann hättest du mir jetzt einen Teller gegeben. Paprikanta, einmal bitte halten. Dann lass mich offen, dass du mich verbrennst. Dann mach deine Hand nicht dahin, wo das Wasser fließt. Ich lass einfach nicht. Seht ihr diesen Rauch? Wenn Rauch heißt, das ist, wenn es raucht, Leute, heißt, dass die Nudeln richtig gut sind. Merkt euch das immer. Seht ihr das? Hey, jetzt kommt da jetzt Wasser rein, weil ich jetzt die Mandeln mache. So wie ich die Mandeln mache, das hast du noch nie so gemacht. Verspreche ich dir. Ein besonderer Trick. Guck zu. Jetzt muss das Wasser erstmal warm werden und die Mandeln kommen da rein. Ich habe das noch nie gesehen. Die Mandeln müssen jetzt erstmal ein bisschen einweichen und dann gehen wir zum nächsten Schritt über. Bis gleich, Leute. Dann gucken, was das hier wird. Ich glaube, das wird nichts. Okay, Leute, ihr seht, die Mandeln sind noch am Einweichen. Jetzt könnten wir hier weitermachen, aber ich wäre nicht ein guter Koch, wenn ich nicht parallel schon die nächsten Schritte sehe. Wir müssen das Dessert machen. Deshalb, kannst du bitte einmal zur Seite gehen, Paprikanta? Du bist wieder da komplett falsch. In der Tüte. Jetzt machen wir das Dessert. Kannst du mir bitte noch einen Teller holen, Paprikanta? Dankeschön. Oder willst du warten? Nein, nein, was warte? Was? Nein, da kommt Melone rein und ich gebe dir noch einen extra Teller dafür. Genau, das will ich. Das wollte ich dir auch sagen. Okay, kannst du bitte die Mandeln von der heißen Fläche wegmachen. Komm mal ein bisschen näher. Ich zeige euch jetzt, was ich mit den Mandeln vorhabe. Ja? Nehmen wir mal eine raus. Bisschen heiß. Man muss sehr sorgfältig damit umgehen. Mandeln sind lecker, aber sie sind noch leckerer, wenn man die Schale entfernt. Und dadurch, dass man die Mandeln einwäscht. Einweicht, weiß ich doch. Wallah, das ist deine letzte Chance, sonst fliegst du hier ganz aus der Wohnung. So, Leute, dadurch, dass die Mandel jetzt eingeweicht ist, ist das einfach, die Schale zu entfernen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Dann kann man ganz einfach. Auf jeden Fall kann man die Mandeln dann rausholen. Nudeln mit Mandeln muss man halt richtig machen. Richtig oder gar nicht. Weil wenn man es nicht richtig macht, schmeckt es nicht so.
Auf jeden Fall, so werden die Mandeln gemacht. Das machen wir gleich. Lassen wir noch ein bisschen einweichen. In der Zeit machen wir das Dessert. Dessert ist ganz einfach. Also soll ich die Melone schneiden und du machst in der Zeit das Gemüse? Mach Abflug, Alter. Wie oft habe ich dir gesagt, hier auf reinzureden? Soll ich dir noch eine Chance geben? Ich gebe dir eine letzte Chance. Okay, Leute, es geht weiter. Während Luisa jetzt die Wassermelone schneiden wird, werde ich das Gemüse anbraten. Jetzt kommt Kokosöl in die Pfanne. Ich brate lieber mit Kokosöl, das mache ich immer so, weil es gesünder. Und das habe ich auch natürlich Luisa beigebracht. Jetzt, ganz wichtig, ihr müsst immer abschätzen beim Gemüse. Was braucht länger zum Braten? Paprika braucht länger zum Braten als Champignons. Oder? Jetzt warten wir ein bisschen und dann machen wir die Pilze rein. In der Zeit schneidet meine Assistentin die Wassermelone und ich mache die Mandeln. Und da, was sieht man wieder? Kommt Qualm raus. Was heißt das? Ist gut. Immer in die Hocke, weil dann kann man flexibel arbeiten. Kann man hier auf jeden Fall Paprika braten. Und wenn man zwischendurch ein bisschen Liebe braucht, kann man schnell zu Perle und wieder zurück. Und ich glaube, der Herd ist zu stark. Wir gehen auf 5. Wir gehen auf 5 runter, Leute. Wir gehen auf 5. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zum Showdown. Es ist die letzte Phase. Es ist die letzte Phase. Jetzt geht's um alles. Jetzt kommt der Unterschied zwischen einem 4-Sterne- und 5-Sterne-Koch. Warum soll ich warten? Was willst du schon wieder von mir? Zum Countdown, nicht zum Showdown. Countdown, Showdown. Ihr wisst, was ich meine. Ihr seht, Paprika brät. Darf man nicht vergessen. Salz habe ich schon Salz reingelegt. Weiß ich nicht, egal. Manchmal kann man ein bisschen mehr reinmachen. Jetzt die Mandeln, es muss schnell gehen. Komm näher, komm näher, komm näher. Bam, bam, bam. Das an, guck dir das an. Was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, man muss sich auf mehrere Sachen konzentrieren. Paprika brät und jetzt kommt Timing. Jetzt kommen die Pilze rein und die Pilze kühlen jetzt das Öl ein bisschen ab. Deswegen muss man sich keine Sorgen mehr um die Paprika machen. Okay, ihr seht, brät, jetzt kann man noch ein bisschen Salz reinmachen. Weiter geht's hier mit den Mandeln. Okay, Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich gleich fertig mit den Mandeln. Und in der Zeit kannst du auch schon zum Dessert Schafskäse dazu schneiden. Also wir werden heute Schafskäse mit Wassermelone essen. Wir sind auf jeden Fall gleich fertig. Okay, Leute, ihr könnt sehen, wie meine Assistentin gerade den Schafskäse schneidet. Macht sie sehr gut, machst du wirklich sehr gut. Als Koch muss man korrekt zur ganzen Küche sein und alles im Gleichgewicht halten. Jetzt kommen wir wirklich zum ganz großen Finale. Passt auf, Leute. Die Nudeln kommen hier rein. Das wird umgerührt. Wir brauchen jetzt Feuer in der Küche. Aywa, jetzt kommen die Mandeln rein. Aywa, schmeckt sehr, sehr lecker. Tasty, wallah tasty. Pesto. Pesto, la selva, verde, pesto, basilikum, pesto. Aywa. Und rein damit. Macht man eigentlich die ganze Packung rein? Die ganze Packung rein. Kann man machen, muss man nicht, kann man aber. Jetzt wird gerührt. Leute, gebt euch dieses Gericht. Gesund, vegan, stabil. Das ist ein Essen. Luisa, Paprikanta, kannst du mir bitte schon einen Teller bereitlegen? Auf jeden Fall mache ich. Dankeschön. Ah. Okay, Leute, es schmeckt perfekt. Jetzt kommen wir zum Schluss. Schwarze Teller. Weil das Auge ist mit. Hey, ja, komm näher, wir sind jetzt fertig. Dessert ist da, Hauptspeise ist da. Und jetzt lassen wir uns das schmecken. Sieht richtig lecker aus. So, Leute, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Luisa probiert das Essen. Aber du musst ehrlich sein, Walda. Okay, Walda. Keine Filme, auch nicht lügen, so weil du meine Frau bist. Ja, okay. Ganz ehrlich. Walda ist lecker. Leute, ich sag doch, Chefkoch, Chefkoch. Hey, so Leute, das war's mit dem Kochvideo. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Ich freue mich, dass Nada für mich gekocht hat, weil wenn er kocht, das ist immer übertrieben lecker. Und ansonsten hoffen wir, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, vergiss nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und wir hoffen, bis zum nächsten Mal. Bye. Hey, wa.